Hola, chicas und chicos, muchachos und Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle, die neu mit dabei sind, mein Name ist Bibi, ich bin 43 Jahre jung. Das erwähnen wir nicht, dass wir hier alle jung und frisch und knackig sind. Das bleibt eh für immer. Du bist schon ein knackiges Baby. Dein Mod. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle, die neu mit dabei sind, ein wundervolles Willkommen in der Gaga Gang. Ihr alle seid jetzt meine Bibilis in der Gaga Gang. Grüße gehen raus an meine kleine süße Nichte, an meine Kröte, die das Wort erfunden hat. Hashtag Gaga Gang. Was ist das? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Willkommen, willkommen, willkommen. Willkommen, 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 Sonnenschein. Nein, du den Sonnenschein weg. Mittlerweile reicht's echt vom Sonnenschein, aber egal. Damit das Video nicht mehr so lang wird. Die Videos sind echt mehr sehr lang. Die waren früher kürzer, wieso werden die jetzt immer länger? Irgendwas läuft hier schief, Bibel. Immer wenn ich am Schluss meines Videos bin oder sehe, wie lang die Videos sind, wisst ihr, welches Lied mir immer einfällt, was das mit mir hier ist, welches Lied meinen Kanal beschreibt? Never ending story. Ah, das hätte es draußen können. Egal. Ich freue mich riesig, euch jemanden vorstellen zu können. Darf ich vorstellen? Natascha Denona. So würde man wahrscheinlich am Balkan sagen. Habt ihr jetzt geglaubt, die Natascha Denona kommt rein? Nee, die weiß ja nicht mal, wer ich bin. Vielleicht eh besser. Nee, Natascha kommt hier nicht rein. Es ist aber ihre Natascha Denona. Es ist aber ihre Natascha Denona. Auf jeden Fall die Natascha Denona I Need a Nude Palette. Was mir gleich aufgefallen ist beim Auspacken ist, ihr habt wahrscheinlich schon etliche Videos dazu sehen. Meine ist noch nicht mal angetatscht, wie ihr gleich sehen könnt. Ich glaube 75 Euro. Ich glaube auch, dass sie teurer geworden sind. Kann das sein? Aber bei 75. Ich meine, die Verpackung wirklich hochwertig, wunderschön. Ich mag dieses, weiß nicht, architektonische. Ich habe keine Ahnung, warum ich das an Architektur, geometrisch, irgendwas, weiß ich nicht, erinnert mich an Architektur. Die Verpackung, der Stil der Verpackung gefällt mir mega. Aber bei dem Preis darf doch nicht sein, ihr seht es wahrscheinlich hier, in der Verpackung drin. Ist entweder sind das Glitterpartikel oder weiß ich nicht, ob das von der Verpackung ein Fehler ist. Die fliegen auch da herum. Könnt ihr das hier erkennen, diese? Aber egal, das Innenleben kennt ihr wahrscheinlich auch aus anderen Videos schon. Ich zeig's euch trotzdem. Ich möchte auch meine herzeigen. So, das ist sie. Eine kühle Palette, viele mauvige Töne, würde ich sagen. Also eher ins Mauverne, Alt-Rosé-Farben eher. Ich habe mir aber hergerichtet, die Natascha Denona Glam Palette, aber es sind zwei, meiner Meinung nach, verschiedene Paletten. Sie sind sich ähnlich, sie sind beide eher so. Ich finde, die Glam Palette ist eher so auf, wer auf diese 2016er Kim Kardashian Nude Make-up Looks, Glam Make-up und diese Smoky Eyes steht und dafür finde ich die ganz toll. Die finde ich dafür, ihr seht, dass das verschiedene sind. Also die eine der Nude Palette finde ich etwas zarter, romantischer, weiß nicht, floral kann man nicht sagen, aber eben so zart halt. Ihr wisst sicher, was ich meine, finde ich die. Die ist mehr so boom im Glam und Dings und die ist eben, oh, das nenne ich Erklärung. Ich weiß nicht, was es ist, was mich bei der Palette stört, bei der neuen. Findet man so ähnliche Töne in ihren anderen Paletten fix, findet man sicher und man kann sicher auch etliche Looks damit zaubern, also auch Glam-Looks und so. Aber sie ist nicht so BAM wie, also für mich jetzt, für mich persönlich, wie die Glam-Palette. Wer kühle, neutral Looks macht gerne, Glam-Looks auch macht gerne, der ist, glaube ich, mit der ganz gut aufgehoben und Alltagslooks und einfache Looks kann man, glaube ich, viele damit zaubern. Wenn man in, weiß ich nicht, zum Beispiel nur diesen, ich nehme den Pinsel, weil bei meinen Fingern, beim Schneiden ist mir aufgefallen,
damit ihr es in Zukunft wisst. Dieser ist bei mir der Zeigefinger. Mit dem zeige ich auf Sachen. Also, mit dem Finger zeige ich auf Farben. Und mir ist aufgefallen, wenn ich auf dem zeige, in anderen Videos könnte es ausschauen, dass ich auf den zeige. Aber tatsächlich nutze ich den als Zeigefinger. Aber egal, das Video wird wieder 30 Jahre lang. So, also die Glam und die I Need a Nude haben nur in einem bestimmten Bereich Ähnlichkeit in meinen Augen, aber jetzt nicht. Also die ist, ja, anders. Sie passt wundervoll in die Sammlung. Seek help. Bei den Formulierungen, wie sie sie nennt und so weiter, bin ich schon lange raus. Da achte ich auch nicht drauf. Ich nutze sie, wie ich sie nutzen will. Und ich sehe anhand von Greifen, Spüren und so weiter, wie die Formulierungen sind, mit was ich sie am besten verarbeiten kann und so weiter. Also ich schaue gar nicht drauf mittlerweile. Ich bin raus aus den ganzen Formulierungsnamen. Mir ist das auch Schnuppe. Was mich betrifft, muss ich die ganzen Formulierungen nicht benennen. Aber es gibt sicher Leute draußen, denen es ganz wichtig ist. Und deswegen finde ich es okay, aber mir ist es halt egal. Und schon wieder, genug geredet. So, wir wollen ja was zaubern damit. Bei zwei Farben, bei einer bin ich mir nicht sicher. Bei der Delilah, was steht da? Delilah, da steht SW. 498 SW. Ja, und mega klein geschrieben ist das ja auch. Also interessiert mich dann noch weniger. Das ist der hier. Der. Ich swatch den mal. Oh, okay, aber irgendwie spürt man den nicht. Aber er ist echt schön. Die Farbe ist ja echt schön. Das ist dieser Delilah. Der ist echt schön. Ich werde jetzt nicht alles watchen, aber ein paar möchte ich auf jeden Fall watchen, welche mich halt interessieren. Diese typischen buttrigen, wie zum Beispiel der Muse, also der Muse ist der hier. Ich schätze, ach, fürs Watchen. Muse ist, weiß ich nicht, wie ihre anderen buttrigen aus, ja, super glittery shades ist der. So. Das ist der daneben, den meine ich da. Die Farbe ist wunderschön. Die Farbe ist so schön und auch den stelle ich mir unheimlich schön vor. Ich habe vorher unterbrochen. Ich swatch jetzt mal und dann mache ich weiter mit, was ich glaube, was ganz toll mit dieser Palette geht. Einen Moment. Dann Ella. Oh Gott, dieses Braun ist so wundervoll. Ella Isabella. Ist der hier? Super machst du das. Oh, ich tue halt nicht, ich tue nicht gern meine Paletten kaputt machen, vor allem diese hochpreisigeren. Ich will da jetzt nicht. Vor allem diese hochpreisigeren sollten auch gut funktionieren, ohne dass ich. Let me show you how. Also fest hinein, tu hinein. Mir reicht das zum Swatchen, so dass ich sehe, ob er schön ist oder nicht. Das ist Ella, der da oben. Und wieder hast du es nicht gezeigt. Das ist Mia, der da. Okay, das Mia dürfte sowas wie ein roséfarbener Topper sein. Das ist der hier, da unten. Der hier. Dann haben wir noch Sheen, gefällt mir. Auf den ersten Blick ist aber Sheen, ist Sheen so eine, wie Mia fühlt er sich an. Ah, Sheen ist der hier. Das ist Sheen. Der hier. Das ist ein ganz, ein feiner, schöner Schimmer, der so einen Nasseffekt erzeugt. Seht ihr das? Wunderschön, wunderschön. Okay, Whisper haben wir noch als Schimmerfarbe. So, Whisper ist... Super machst du das. Whisper ist der hier, das ist so ein... Ja, so ein champagnerfarbener, leicht schimmender... Leicht, ihr seht es, was ich meine. Es ist jetzt nicht dieses, so wie der da. Es ist eher so, eben so Nasseffekt erzeugend. Dann haben wir noch Filigree. Die letzten zwei Schimmerdinger mache ich so. Die anderen matten werde ich jetzt nicht. Das sind movige Matttöne, gräuliche Matttöne mit grauen Unterton. So, das ist, was? Travertin. Travertin oder Travertin, so. Und das ist, oh Gott, Filigree. Oh. Oh, oh. Oh, I love Filigree. Das ist Filigree. Oh. Und das ist, wie heißt er?
Travertine. So. Seht ihr Filigree? Das ist der hier. Der hier ist dieser Travertin. Der hat so einen grünlich-grauen, das ist, dürfte so ein Duochrom sein. So. Also ich hoffe, für euch ist es okay, dass ich sage, die Matten braucht man jetzt nicht swatchen. Just do your goddamn job. Ich glaube, man kann mit der Palette ganz toll so einfache Looks machen. Ihr kennt sicher diese Looks, die ich meine. In der Crease eine Farbe, am ganzen Lid eine Glitterfarbe und dann einen Eyeliner und das war's. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel eben sagt, die zwei tut man zusammen oder, weiß ich nicht, ihr könnt da so viel machen, die zwei sicher auch und das schaut schon glamouröser aus, diese zwei sicher mega. Also und da kann man ganz viele, diese zwei, und man muss nicht mehr tun, wisst ihr, was ich meine? Das ist, und das kann man da bunt gemischt machen. Und das hat man für jeden Tag einen anderen Look, andere Farben. Abgesehen davon kann man damit sicher auch toll Smoky Eyes machen und so weiter. Ich wollte eigentlich keine Smoky Eyes machen. Ich wollte was ganz anderes machen. Wenn ihr ein Smoky Eye auch damit sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich mache jetzt einfach etwas, worauf ich Lust hatte, es auszuprobieren. So, und damit mir die Haare nicht mehr ins Gesicht wehen, so, tag de me. Ah! Ja, Pante. Ja, meine Augen habe ich schon in Soft Ochre von Paintpot, mit dem Paintpot in Soft Ochre von MAC gestreut. Gestreut? Wie kommt es auf gestreut? Geprimed. Ich nehme, oh Gott, ich weiß es nicht. Was ist jetzt los? Was ist hier los jetzt? Als erstes gehe ich in die Farbe, hoppala, ich gehe mit einem Blendepinsel, ich glaube, der ist, von wem ist der? Tom Ford, die Nummer 13, in die Farbe Vogue, das ist so ein, eben so ein moviges Altgrau, den setze ich mir in die Crease. Ich glaube, ich mache doch dieses klassische American Smoky Eye. Irgendwann, ich sag's euch, irgendwann werde ich das ganze Video machen und nicht bekommen und nicht mitbekommen, dass ich nicht auf Rec gedrückt habe, auf Record gedrückt habe. Also ich habe dieses, wie so ein Biest, auf mich selber, ihr kennt das sicher, oder? Ich habe bei dem Auge ja diese Farbe Vogue genommen und mit der Farbe Fair habe ich dann, ich weiß eben nicht, ob er das noch aufgenommen hat. Ich weiß ja nicht mal, ob er das Crease-Ding aufgenommen hat. Auf jeden Fall habe ich ja diese Farbe da zum in der Crease gehabt und mit einem anderen Pinsel am Saubern habe ich die Farbe Fair genommen, diese hier. Und mit der habe ich das ausgeblendet, weil man konnte ihn zwar wunderschön ausblenden, auch so, aber ich mag es eine Spur noch ausgeblendeter und noch, dass der Ton ineinander noch schöner, dass der Ton von, dieses Auge habe ich, welches habe ich jetzt gemacht, dieses, dass das noch schöner nach außen hin ausgeblendet wird und ja keine Kanten sind und so weiter. Das ist ja, das ist so eine Macke von mir, das ist ja. I think you need help. Als nächstes gehe ich in so einen dünneren Blendepinsel, der ist von MAC, der 221. Das ist die dünnere, schmalere Form zum 217er. Ihr kennt ihn sicher. Liebe, liebe, liebe ich. Für so Detail in der Crease arbeiten und so. So, und dafür nehme ich jetzt, und jetzt gehe ich in dieses dunkle Silhouette. Oh Gott, bitte, nur ganz leicht, nur ganz leicht. Wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Und das setze ich mir am äußeren, oder ich mache was anderes, ja. Anderer Pinsel. So ein Flat Shader, auch von MAC ist der, glaube ich, oh Gott, das war, glaube ich, sind die 239er. Mit dem gehe ich mit, oder? Mit dem gehe ich mit der Spitze da hinein und den setze ich mir am Rand wie einen Eyeliner. Ziehe ich ihn mir auch rein ein bisschen. Und ziehen mir so wie eine Spitze da hinein ins Dings. Ich hoffe, man erkennt es. Ja, ich gehe einen flachen, abgeschrägten Pinsel, ist einfacher. Naja, ich habe definitiv nicht mehr die Augen für diese Looks. Würde ich mal sagen. Kriegt sie das auf der anderen Seite genauso hin? Nee, never ever.
Aber ich glaube, nach innen hin. Nee, das lasse ich so. Jetzt machst du erst recht kein Smokey Eye. Also, bleiben wir dabei. Wenn ihr doch noch ein Smokey Eye sehen wollt, schreibt mir die Kommentare. Jetzt versuche ich das Ganze ein klein wenig, wirklich nur ein klein wenig auszurauchen. Da oben halt auszurauchen. Man könnte das Ganze auch vorher mit einem Kajal vorzeichnen. Dadurch wird es intensiver. Aber ich bin jemand, der lieber schaut, wie funktionieren sie alleine. Ich gehe vielleicht zum Ausrauchen in die Farbe Tender zusätzlich. Also zum Ausrauchen, zum Ausblenden. Aber immer nur so stupsiweise, nicht so viel Produkt auf einmal. So. Aber ich glaube, ich werde den Liner da hinten etwas dicker machen. Mit diesem Tender. Love me tender. Keiner will ich hier singen haben. Den ziehe ich mir, also nachdem ich das da oben leicht ausgeblendet habe, ziehe ich mir den noch zusätzlich ganz leicht in die Stirnfalte. In die Stirnfalte. Als ich glaube, ihr könnt es erkennen. Aber wirklich nur ganz leicht. Und jetzt setze ich mir, ich muss es leider mit einem Pinsel machen, weil mit meinen Finger, ich möchte hier innen, wo das Weiße ist, Schimmerfarben haben. Und da komme ich mit meinen Würstelfingern weder die noch die da rein, dass es präzise wird. Und da setze ich mir Geld. Ich überlege. Aber ich glaube, die Lila passt da nicht dazu. Vielleicht hinten. Wir tun die Lila nach hinten. Oh Gott. Oh Gott. Das hat so einen schönen Wet-Effekt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Das ist so schön. Und vorne setze ich mir die Farbe Sheen hin. Das ist dieser andere Wet-Effekt. Lidschatten. Wenn man sieht es direkt am Auge gar nicht mehr, diesen Farbunterschied. Aber ich lieb's halt. Ich würde das am liebsten mit Schwarz noch verstärken ein wenig, aber ich tue es nicht. Wir nutzen nur diese Palette. Ja, ich habe ja noch was hier zum Testen. Erstens, also die mir auf Instagram folgen, wissen es, die Natasha Denona High Glam Concealer und der Huda und die Huda Beauty One Coat Wow Mascara. Ich bin gespannt. Und endlich, ständig wollte ich den bestellen, weil ich ihn immer bei der Kathi von Contour Junkie gesehen habe und der schaut so fluffig aus, wenn sie den Highlighter aufträgt. Wollte ich den immer bestellen und jetzt habe ich ihn endlich bekommen, weil jedes Mal, wenn ich es bestellen wollte, bei Purish war er ausverkauft. Der Highlighter-Pinsel von Nabla. Ich bin very froh, dass ich ihn endlich bekommen habe. Wie gesagt, ich mache jetzt das andere Auge, mache die Base so weit fertig, bis ich zum Concealer komme und oder ich mache das Auge fertig, mache danach die Base, lasse es euch im Schnelldurchlauf wieder durch, da seht ihr auch, wenn ich den Natasha Denona auftrage und sage euch nachher, wie es ist. Okay? Machen wir es so? Dann wird das Video vielleicht kürzer. I mean, come on. So. Sie werden es schon verstehen, dass du jetzt nur im BH da sitzt. So, aber so, so. Du ziehst es nachher wieder an. Please. F-Circus. Run. Du schaust aus wie ein Fleckerlteppich. Da rot, braun, weiß, alles. Wir kommen zum Concealer und ich habe mir die Farben N3 und YN6 genommen. Ich habe keine Ahnung, ob einer zu hell ist, einer zu dunkel. Ich tat mir so schwer beim Aussuchen einer Farbe, was den Concealer betrifft. Die schauen beide hier auf den ersten Blick sehr hell aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel man davon braucht. Ich finde auf jeden Fall dieser Applikator, dieser Spitze, die kommt gut da rein in diese
Ecke. Das ist fix zu viel. Aus irgendeinem, er fühlt sich unheimlich cremig an. Kann sein, dass eine Spur zu hell ist. Ich glaube, diesen Trick kennt ihr schon. Ich mache das jetzt schon Ewigkeiten, Jahre. Den Concealer so nach oben vom Lifting-Effekt, ja. Und ich sag's euch, mit so einem Zopf auf der Birne ist der Lifting-Effekt 6000. Das muss ich jetzt einfach loswerden. Der von Zoeva, der Concealer-Pinsel, 146, und der Real Techniques 242, auch ein Concealer-Pinsel. Meine derzeitigen Favorites für Concealer. Also ich habe mir es mittlerweile angewohnt, zuerst den Concealer aufzutragen, dann mit einem Pinsel einzuarbeiten. Da kann ich ruhig ein bisschen wegnehmen, das ist zu viel. Also er deckt auch die blauen Schatten schön ab. Also ich finde, er hat auch die Schatten an der Under Eye Area schön weggezaubert. Also concealed eben. Ich zeige euch gleich, wie ich diese Dinger ausblende, dass sie nicht so hell sind. Weil da ist vielleicht eine Spur zu hell, aber ich werde jetzt eh wieder heller. Ich bin jetzt einfach zu braun noch dafür. Also er fühlt sich serumartig reichhaltig an. So, mit die Reste tue ich nur ein bisschen. Ihr wisst sicher alle, hohe Stirn, nicht da. Concealer drauf und highlighten, betont die hohe Stirn noch mehr. Das wisst ihr sicher alle. Hier auch. Und wenn ihr das hier betont, ich mache das, damit es ein bisschen mehr hervorgehoben ist, weil ich ein Doppelkinn habe. Wenn ihr aber ein betontes Kinn habt, dann würde ich hier nicht highlighten, weil es betont noch mehr. Ich habe kein groß betontes Kinn, deswegen drauf damit. So, jetzt arbeite ich aber auch den Schmafu mit Pinsel ein, mit Schwamm. Der Schwamm von Ebelin, der ist, ja, er ist sehr, sehr weich, aber er ist mir persönlich fast eine Spur zu dick, um an diese Bereiche hier zu kommen. Und eine Spur zu weich. So, jetzt denkt ihr euch, was macht der Alte mit diesen Streifen? Der Effekt ist ja trotzdem da. Die Alte nimmt den Foundation-Pinsel, ohne Produkt aufzunehmen, und blendet die Kanten von dem einfach ein wenig aus. Und dasselbe mache ich hier. Ihr könnt auch in so Foundation ein bisschen gehen und dann drüber blenden. Aber zwischen den Kanten hin und her, dass das schön miteinander verbindet. Weiter geht's mit Schnelldurchlauf. Jetzt schaust du aus, als ob du dich angerotzt hättest. Sie werden es nicht glauben, aber das ist dir zu wenig Blush. Für mich noch immer das liebste Warm Soul. Wieso redest du auf einmal?
Ich glaube, zum Concealer, das habe ich, glaube ich, eingebaut, was ich gesagt habe. Bei mir hat er ein klein wenig gegreased. Aber, und das große Aber ist, mit mir sollte sich jeder, der eine normale Under Area hat, nicht vergleichen. Meine Under Area ist komplett ramponiert von die, die mir länger folgen. Wissen es und können kurz weghören, aber gleich wieder da sein und wieder zuhören. Meine Haut ist ramponiert von Dermatitis, Anfällen und geschwollenen Augen, die sich immer wieder anschwellen, zurückziehen. Sehr, sehr trockener, empfindlicher Haut und dementsprechend habe ich unheimlich viele Fältchen unter den Augen an der Under Area. Und wir kommen jetzt aber, da wird nichts Großartiges gemacht, an die Under Eye Area. Und da möchte ich eigentlich nur das hinten verbinden, auch mit diesem Silhouette. Wirklich nur dieses hintere. Ich überlege, soll ich da vorne so ein kleines Eckchen machen? Andererseits, ich gehe dann in die Hundezone. Ja, dann bist du ein Kätzchen in der Hundezone. Ja, da bist du ja auch nicht ganz... Ich weiß nicht, ob man es so erkennt, aber auf jeden Fall. Wo warst du? Hier im Licht erkennt man dann am Ende schon, dass das vorne heller ist und hinten dann dunkler wird. Also dieser Wet-Effekt. Ich glaube, das sind so Wet-Effekt-Farben. Ich finde sie beide unheimlich geil. Ich tue so, als ob ich solche Lidschatten noch nie gehabt hätte. Ich überlege, dass ich mir vielleicht so ein kleines Kratzi, so einen kleinen Wing in der Inner Eye Corner mache, aber nur so einen leichten. So, aber mir auch nicht. Sieht man das überhaupt? Mein Problem ist, dass das nur Lidschatten ist und dass das wahrscheinlich nicht halten wird. Weil es nur Lidschatten ist und meine Augen unheimlich tränen immer. Ja, ich werde das mit einem schwarzen Kajal nachmachen müssen. Das hält einfach nichts. Oh Mama, bin gleich da. So, dafür habe ich übrigens genommen, auch von Natasha Denona. Den, ich kann es nicht mal lesen. Das ist so ein Gel-Eyeliner in so einem Pöttchen. Und ihr werdet lachen. Ich habe den ein paar Mal genutzt und kann mich nicht erinnern oder in der Beschreibung von damals oder so, ob der wasserfest ist oder nicht. Ich hoffe es, dass mir das dann nicht in der Hundezone alles schwarz runterrennt. Aber am Ende auch das, egal. Die Palette, also, wie gesagt, wenn man mehrere Neutral-Paletten zu Hause hat, braucht man sie nicht. Was mich betrifft auch nicht, wenn man die Glam hat, wenn man sagt, für so ähnliche Looks reicht die Glam nämlich auch total, da braucht man nicht diese auch zusätzlich. Ich finde sie halt besonders, weil sie unheimlich kühl ist, also kühl gehalten ist, kühlere Töne hat und nee, ich mag sie, braucht man sie, nein. Was ich noch sagen wollte, schreibt mir, die habe ich nämlich noch nicht getestet. Ich habe so lang herum überlegt, brauche ich sie nicht. Sie ist wunderschön, die Farben sind mal wirklich anders. Sie ist echt wunderschön. Eigentlich gar nicht so meine Farben, gar nicht. Aber irgendwie dann doch. Und sie ist mal farblich was anderes, was die matten Farben betrifft. Aber wenn ihr einen Look mit der auch sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Wimperndusche. Na, ich bin gespannt, was die kann. Was soll sie können? After just one coat, 98% saw instant curl and lifted lashes. 96% saw instant length. Ich hasse diese Spuckwörter. 96% saw dramatic volume. Na, ich bin gespannt. Die versprechen mehr oder weniger, so habe ich verstanden, false lash Effekt. Was sie nicht alles können. Das ist die Bürste. Irgendwie klobig. Kennt ihr das Wort klobig? So dick und irgendwie, es ist ein Silikonbürstchen, das mag ich, aber irgendwie wirkt dieses Wimpernbürstchen verformt. Hat die jemand von euch? Sieht die bei euch auch so verformt aus?
Also was sie auf jeden Fall ist, ist sie ein wenig hart. Oh. Kennt ihr das, wenn Wimpernbürstchen hart sind? Aber, I mean, hey, Leute, das wird, glaube ich, meine neue Wimperndusche. Tut sie groß verlängern? Nein, aber irgendwas macht die mit den Wimpern, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Also sie ist schöner wie andere bei mir. Und ich habe nicht wirklich die tollsten Wimpern, um Wimperntuschen zu testen. Aber bei meinen Wimpern, die eher spärlich sind und eher so runterschauen gerne, sieht die echt güdig aus. Ich mag sie und ich lasse bei dem einen Code, weil die, die mir länger folgen, wissen, ich bin so eine One-Code-Frau. One-Code-Frau. Bitte, wie geil ist diese... Oh mein Gott. Ich muss sagen, sie tut ein bisschen weh, weil dieses Bürstchen ist hart. Aber aus irgendwie schafft die es, die Wimpern, die weiter unten liegen, so miteinander zu... Also ich habe jetzt kein... Ich bin nicht neu reingegangen. Die schafft es so... Wieder nicht. Unten... die Wimpern zusammen zu verdichten, dass man das unten nicht zusätzlich auch noch mit einem Kajal unten am Wasser, an der oberen Wasserlinie oh Gott, ich liebe die Mascara. Fertig reden. Dass man das nicht zusätzlich noch verdichten muss. Ich liebe die Mascara. Vielleicht klebe ich mir am Außen noch, damit es noch kettiger wird, so halbe Wimpern auf. Bin gleich wieder da. Ich habe ein Produkt vergessen, was ich neu habe. Als erstens habe ich mir immer gedacht, brauchst du wirklich ein Airbrush Flawless Setting Spray, Party All Night, Stay All Day, Party All Night, Hundezone All Night wirst du heute haben. Brauchst du es wirklich? Es ist ja schon länger am Markt. Und dachte, nee, brauchst du nicht. Aber diesmal habe ich mir gedacht, komm, du brauchst eher ein neues wieder. Aber eben ein neuer Rest von den Neujahren. Und hey, lasst es uns testen. Ich habe keine Ahnung, es ist ganz neu. Ich habe es erst aus der Verpackung geholt. Ja, mit Ventilator im Hintergrund, super. Das riecht nach Kräutertee. Man muss, damit der so richtig schön sprüht, so auch richtig ordentlich draufdrücken. Nicht so ein bisschen kurz, wie es ich getan habe, sondern so richtig... durchziehen, damit der Sprüh so richtig ins Gesicht. Er riecht nach Kräutertee. So würde ich das. Schwarzer Tee, Kräutertee, an irgendeinen Tee erinnert mich das. Was Schlimmes, ich trinke keinen Tee. Ich mag den Geschmack von Tee nicht. Und wenn ich Tee trinke, dann ist es maximal Früchtetee oder Kamillentee mit ganz viel Honig drinnen. Anders packe ich es nicht. Ich bin halt eine Süße. Bist ihr eine... nicht eine Süße. Nicht unbedingt mein Geruch, aber bei dem reckt es mich halt auch nicht. Aber... würde ich mir das nochmal nachkaufen? Nein, ich werde es jetzt natürlich nutzen, aufbrauchen, aber allein wegen des Geruches würde ich es nicht nochmal nachkaufen, weil es eben nicht mein Geruch ist. Aber wenn ich es meinem Mann ins Gesicht sprühen würde, er würde es feiern. Wie gesagt, ich glaube, Wimperndusche habt ihr gesehen, dass ich sie mag. Die muss ich öfter testen. Diesmal hat es relativ gut funktioniert, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe definitiv schon schlimmere gesehen. Die Verpackung finde ich übrigens total auch architektonisch, geometrisch. Finde ich, es ist plastik, hochwertig. Es ist doch plastik. Ja, es ist plastik. Es ist vom Gewicht her war ich mir jetzt sehr unsicher, ob sie vielleicht doch Glas ist. Nee, es ist Plastik. Ich muss sie auf jeden Fall weiter testen. So, und damit ihr nicht, ja, die Palette, ich mochte sie. Ich habe, glaube ich, mein Statement dazu schon ausführlich gesagt. Braucht man sie nicht wirklich, aber egal. Aber ich bekam ein Säckchen mit Geschenke drin. Und wollt ihr die noch sehen? Ich zeige sie euch. So, einmal habe ich bekommen die Mini, von Benefit gibt es ja auch die Fanfest, die neue Mascara, die habe ich in Mini bekommen. Dann von Hourglass die Caution oder Kaution, auch eine Mascara, die werde ich auf jeden Fall testen, die Babys. Und am Schluss werden sie so gut sein, dass ich sie in groß kaufe und nichts damit mehr anfange, weil sie in groß nicht mehr so toll sind. Dann
ein mini, mini, mini von Milk Matte Bronzer. Warte, ich zeig's euch so. Oh Mama. Werde ich auch testen. Ich weiß nicht. Ich habe von Milk, mal den Blurstick gehabt und noch irgendwas, aber war nie groß der Freund davon. Hat mir nie so gefallen. I mean, wie süßig ist das kleine Pepe? Das ist ein halber Finger von mir und das ist das Sticky Line. Ist das nicht süßig? Den werde ich aber auf jeden Fall auch testen. Wenn er mir gefällt, vielleicht. Ja, ich war nie von Milk groß. Dann habe ich drinnen von Make Up For Ever Aqua Resist Color Pencil in Schwarz. Freut mich natürlich mega. Dann habe ich von Sephora selbst, glaube ich, Size Up Mascara. Die ist so. Ich habe lauter Mascaras zum Testen. Und dann, Natasha Denona Retro Glam Palette. So ein Mini-Eyeshadow. Ich werde bekloppt. Ist das nicht süßig? Das ist so ein Shimmer-Shadow. Das ist so ein schönes Shimmer-Shadow. Dann hatte ich von Lano Lips Multi-Purpose. Irgendein super Balm für die Lippen. Dann von OAI Fine Hair Conditioner. Ja, kann man testen. Und von Sephora The 2-in-1 Oil Mask. Eine, ich schätze, Gesichtsmaske, oder? Eine 1-Minuten-Maske. Ich brauche ja schon 10 Minuten, um sie aufzulegen. Und das für eine Minute dann der Stress. Und jetzt, was mich am meisten gefreut hat. Semini Beauty Blender. So, der Originale und das Baby, was man geschenkt bekommt. Der wird aber größer wahrscheinlich und dann ist er aber sicher perfekt für hier in der Under Eye Area. Das Video wird wieder ewig lang. Wie gesagt, never ending story. Der Reggae. Ja, wie gesagt, wenn ihr Yucca Palette sehen wollt oder noch einen Smoky Eye Look auch mit der eine der Nude Palette, dann in die Kommentare. Übrigens, Alexa Look. Ich brauche dieses Abwechslung. Ich kann nicht immer ein und denselben Look tragen. Da bin ich ja, ich brauche immer wieder was anderes. Und ich habe auch gemerkt, mittlerweile habe ich keinen Signature Look. Oder weiß ich nicht, dass man sagt, eine Signature Farbe an den Lippen oder Signature Look an den Augen. Das variiert mittlerweile so sehr. Ich tue unheimlich gerne Neues ausprobieren. Genau, und ihr habt ja gesehen, Wimpern habe ich geklebt. No? Der spannt. Leute, ich kann nicht mehr klar denken. Mein Kopf ist... Mein Hirn ist so... Mein Hirn kriegt keine Luft. Mein Hirn ist komplett eingespannt in lauter Haaren und es kriegt keine Luft. Meine Gehirnzellen sind ja... Sterben gerade alle. Ihr denkt euch alle, die sind doch sicher schon lange tot. Auf jeden Fall. So. Ich wünsche euch alles Gute. Schon wieder wünscht alles Gute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr eben guckt. Ja, hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schicke euch ganz viel Liebe, ganz viel Mon Amour, ganz viel Mon Amour, ganz viel Amore, Amore mio. Ja. Und ihr könnt jederzeit meinen Kanal abonniert meinen Kanal. Abonniert ihn jetzt. I just think enough is enough. Ihr könnt meinen Kanal jederzeit abonnieren und ja, willkommen in der Gaga Gang und tschüss, meine Bibelis. Tschüss. Was wird das? Willst du einen auf Helikopter machen? Geräusche solltest du nie nachhaben und das kannst du nicht. Mach Foto. Langsam aber sicher habe ich keine Idee mehr, was für Foto ich machen soll. Dieses Posieren für Fotos nervt mittlerweile.